Es geht direkt los. Ich grüße dich hier auf meinem Kanal und möchte dich darauf hinweisen, dass am Ende des Videos ich auf einen Kommentar eingehe, dass ich für euch alle, für meine Zuschauer und Follower, für wichtig halte. Deswegen bin ich darauf direkt eingegangen und habe ein kurzes Video dazu aufgenommen, und das siehst du am Ende dieses Videos. Schau, das ist dieser Effekt, den ich so liebe auf einer Tapete und der nicht möglich ist auf einer Leinwand, weil die vorgrundiert ist. Du siehst, da kommen immer mehr dieser Stellen, die stechen so hervor, die ich grundiert habe, und die anderen, die ungrundierten, die nehmen viel mehr Farbe auf, und dadurch entsteht dieser Mustereffekt. Hier kannst du auch die Intensität deiner Farbe beeinflussen. Wenn du die sehr stark verdünnst, wie ich das jetzt gerade mache, wird der Effekt so ganz leicht lasierend, und du kannst das in mehreren Schichten auftragen, und mit jeder weiteren Schicht wird die Wirkung tiefer und auch intensiver. Hier hat meine Idee nicht funktioniert, wie ich das haben wollte. Ich wollte mit meiner Tintenflasche Linien dahin ziehen, intuitive Linien, aber es hat nicht funktioniert, und dann habe ich improvisiert und mit Wasser die Tinte eingesprüht und dann mit dem Föhn verteilt. Das ist das Bild, was ich jetzt habe, und jetzt geht es an die Ausarbeitung. Mal sehen, ob sich da irgendwas finden lässt. Wenn du intuitiv malst, dann bedeutet das, dass du deiner inneren Stimme folgst, dass du den Impulsen folgst, die dich in dem Bild weiterbringen. Mache dir keinen Druck, daran etwas entdecken zu müssen. Du musst
gar nichts. Lass dich auf dieses Abenteuer ein und wenn du nichts siehst, dann ist es auch okay, dann bleibt dein Bild abstrakt und das ist auch gut. Schau, ich habe noch keinen Plan, also ich arbeite mich von Form zu Form im Bild weiter und jetzt auf der rechten Seite von meiner Hand siehst du ein Auge, also ich sehe da ein Auge. Ich habe mich da noch nicht wirklich festlegen wollen, aber ich kam immer wieder auf dieses Gesicht zurück. Irgendwann war das für mich ein Gesicht. Und dann habe ich die Umrisse des Körpers gesehen und plötzlich war für mich das Thema des Bildes klar. Das ist Mavka. Mavka ist ein Fabelwesen. Es gibt ein ukrainisches Märchen darüber. Und Mavka ist Beschützerin des Waldes von Eindringlingen, um die Lebensquelle des Waldes zu erhalten. Und das ist das Thema meines Bildes. Thank you.
Ich bin fertig und wie versprochen möchte ich noch kurz auf einen Kommentar eingehen, das ich für sehr wichtig halte. Und zwar geht es darum, dass meine sichere Art, wie ich meine Bilder gestalte, einen Anfänger verunsichern könnte. Da ich meine Videos als für Anfänger geeignet deklariere, möchte ich darauf eingehen. Und zwar alles, was ich mache, ausgenommen vielleicht, wenn man wirklich in Detail reingeht. Aber das muss alles nicht sein. Ne? Also du kannst mit den Techniken anfangen. Du brauchst null Kenntnisse, wenn du anfängst, intuitiv zu arbeiten. Du kannst wirklich einfach nur experimentieren mit Farben, mit Formen. Du kannst mit einem Fleck anfangen. Du kannst die ganzen Techniken anwenden, die ich dir hier zeige. Und das, was später dann, was ich dann später aus den Bildern heraushole, diese Geschichten, die da drin versteckt sind, das ist eine Entwicklung. Ich habe das auch nicht direkt gemacht. Wenn du dir meinen Kanal anschaust und die Videos, die ich schon seit fast 2 Jahren hier bei YouTube veröffentliche, wirst du sehen, dass ich mich auch dahin entwickelt habe. Und das ist ganz normal, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir von Bild zu Bild auch sicherer werden. Allerwichtigste ist, damit du Freiheit findest, damit du in der Freiheit malen kannst, ist, dass du keine Erwartungen an dich hast, dass du dich nicht versuchst zu kontrollieren, was du machst, dass du das nicht kommentierst innerlich. Achte darauf, wenn dein innerer Kritiker sich einschaltet, dass du ihn direkt beiseite schiebst, dass du ihn nicht beachtest, der wird erstummen, wenn du seinen Vorwänden nicht folgst. Und das ist das, was ich euch hier geben möchte. Macht euch frei, frei von Erwartungen, frei von Vergleichen. Es ist der Weg, was du machst, zu dir selbst, zu deinem eigenen inneren Ich, zu deiner inneren Welt, zu deinen Emotionen, Gefühlen, zu allem, was dich bewegt. All das hat dann die Möglichkeit, so wie hier bei mir, herauszukommen. Und daraus entstehen die Geschichten. Das sind deine inneren Geschichten. Das sind meine inneren Geschichten. Das ist das, was ich denke, was mich bewegt, was mich beschäftigt. Und das kommt intuitiv raus. Ich versuche das gar nicht zu beeinflussen, aber irgendwann merke ich das. Und dann kann ich auch, ich erlaube mir dann auch dieser Geschichte zu folgen, weil das so spannend ist. Das entwickelt sich. Ihr seht da und da und da und da irgendwas, irgendein Wesen, das hat erstmal überhaupt keinen Zusammenhang. Und dann irgendwann gibt es da so wie so ein, ja, der Kreis, der sich dann auf einmal schließt. Und dann habe ich eine Klarheit und dann ist da auf einmal eine komplette Geschichte. Aber das ist natürlich nicht von jetzt auf gleich. Diese Zeit musst du dir nehmen und diese Zeit sollst du dir auch gönnen. Was gönnst du dir sonst im Leben? Erlaube dir das. Schön, dass du hier bist. Und ja, abonniere meinen Kanal natürlich, wenn du noch hier neu bist. Und ansonsten bin ich sehr dankbar für eure Kommentare, für eure Likes und für eure Treue bin ich auch sehr dankbar. Mein Kanal wächst und das macht mir sehr viel Freude. Ich weiß, dass ich da etwas habe, etwas Wichtiges habe. Vielleicht ist das eine Botschaft, dass ich mit euch teilen kann. Und ich glaube, wenn ihr dieses Licht in euch findet, diese Liebe in euch findet und euch damit verbindet, dann verändert das dich und dein Leben und irgendwann vielleicht eine ganze Gesellschaft. Vielleicht werden wir liebevoller irgendwann. Vielleicht werden wir toleranter zueinander.
Wer weiß. Bis zum nächsten Mal.